Wir begrüßen Sie zu unserem zweiten Facebook-Live-Video. Mein Name ist Stefanie Hadding, ich leite die Unternehmenskommunikation im Haus. Heute schauen wir ins Knie und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren leitenden Oberarzt, Herrn Dr. Christian Lörke. Hallo. Toll, dass Sie da sind, toll, dass Sie mitmachen. Vielleicht sagen Sie vorab einmal kurz, was Ihre Schwerpunkte sind. Ja, also ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und seit über 20 Jahren, etwas mehr als 20 Jahren, beschäftige ich mich mit der Gelenkchirurgie und da insbesondere auch mit der Arthroskopie, also Gelenkspiegelung auf Deutsch. Ich schaue in Gelenke rein, operiere minimalinvasiv, aber auch offen. Aber der Trend der Zeit ist eben auch, möglichst wenig Schaden anzurichten. Wir wollen ja sowieso nur heilen, aber eben auch beim Reingehen in Gelenk möglichst nur kleine Öffnungen zu machen. Und da helfen uns natürlich Kamera und kleine Instrumente sehr, um das zu gewährleisten, damit eben auch Menschen möglichst schnell wieder fit werden. Und diese lange Zeit, die ich das schon mache, hat auch dazu geführt, dass ich mittlerweile auch anerkannter Instruktor, also Ausbilder der Deutschen Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie bin. Ich bin zudem auch von der Deutschen Kniegesellschaft zertifizierter Kniechirurg. Also ich weiß schon ein bisschen, über was ich rede, und deswegen wollen wir heute ja auch ein bisschen übers Knie reden. Ich will heute den Erklärdoktor machen für so kleine Dinge, aber auch ein bisschen größere, die wir am Knie machen können. Genau. Speziell wollen wir aufs Kreuzband schauen heute. Wie ziehen sich eigentlich die Patienten hauptsächlich Kreuzbandverletzungen zu? Ja, also das Kreuzband ist ja eigentlich auch was, was jeder kennt irgendwo. Jeder hat einen in der Nachbarschaft, kennt einen oder sieht es im Fernsehen vielleicht. Die Sportler sind sehr häufig betroffen, gerade Skifahrer, Fußballer, aber auch Handballerinnen, sehr häufig die Kreuzbandschädigung beim Verdrehtrauma. Manchmal gar nicht so dramatisch. Man kann sich auch eine Kreuzbandruptur, Kreuzbandriss zuziehen, indem man, sagen wir mal, nachts über ein Feld läuft und plötzlich ein Loch reintritt und so ein Überstrecktrauma des Kniegelenks bekommt. Zack, ist das Kreuzband durch. Ist gar kein so riesiges Ereignis. Man glaubt gar nicht, dass das Kreuzband dabei reißen kann. Aber es ist ein sehr sensibles Band, was aber ganz, ganz wichtig ist. Mit dem hinteren Kreuzband zusammen sind es die stabilisierenden Pfeiler im Gelenk. Und wenn die zerstört sind, kaputt sind, kann das in der Folge zu weitreichenden Schäden im Kniegelenk führen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das auch korrekt behandelt. Und ich möchte gerade schon mal so ein bisschen, damit ja, Sie schon genau. mal so sehen, habe ich mal hier so ein kleines Modell mit dabei, damit Sie einfach mal so sehen, was ist überhaupt Arthroskopie und minimalinvasiv, was erzählt denn der da? Das ist jetzt ein Knie und Sie sehen hier schon so kleine Löcher, und diese kleinen Löcher sind im Prinzip das, was ich den Patienten erstmal antue. Und in diese kleinen Löcher werden dann eben zum Beispiel eine Kamera eingesteckt. Sie sehen hier, das ist jetzt die Optik. Die Kamera sitzt normal hier hinten noch drauf, die haben wir jetzt nicht dabei. Und über ein Kabel wird Licht zugeführt und ich sehe dann im Gelenk genau das, so wie Sie jetzt auf den Monitor schauen. Also was Sie jetzt, wie Sie mich jetzt angucken, gucke ich dann ins Gelenk hinein. Und dann kann ich eben mit Instrumenten ins Gelenk reingehen. Es wird ein bisschen schwierig, weil ich das jetzt sehr nicht so sehe, aber Sie können sich das vorstellen, mit Tasthaken, aber eben auch verschiedenen Instrumenten reingehen. Also das ist wirklich minimalinvasiv und macht wenig Verletzung. Und wie sieht das Ganze dann im Knie selbst aus? Was passiert da, wenn... Ja, ich habe natürlich da auch schon mal was vorbereitet, Frau Hadding, Sie wissen es ja. Hier meine kleine Sammlung. Also ich habe hier jetzt mal das Kniegelenk eröffnet. Jetzt sind wir alle Weichteile weg, die Muskeln sind weg. Und Sie sehen vielleicht, wenn ich mal ganz nah rankomme, dann sehen Sie auch hier innen mal hier so, das ist so jetzt das vordere Kreuzband. Das habe ich in dem Fall jetzt schon ersetzt. Vielleicht sehen Sie auch, dass da so kleine Löcher sind. Also hier sind so Bohrungen, die ich da mache. Also ich mache tatsächlich von außen Bohrungen durch den Knochen beziehungsweise von innen nach außen, um dann dieses, in dem Fall jetzt vorher gerissene Band zu ersetzen. Dafür nehme ich eine Sehne, die ich zuvor um das Knie herum, gibt es verschiedene Sehnen, die man dafür nehmen kann, entnommen habe und dann einsetze in das Knie. Also ich muss auch da nicht irgendwo anders hin, sondern ich mache einen kleinen Schnitt. Wenn man jetzt nochmal das andere Modell nehmen würde, wäre das so ein kleiner Schnitt hier unten, ungefähr von der Länge, und da kann ich die Sehne entnehmen. Also zu diesen zwei Löchern, das ist jetzt, verwende ich normalerweise nicht, zu diesen zwei kommt noch ein kleiner Schnitt, über den ich die Sehne entnehme. Und die ist da auch verzichtbar an der Stelle? Naja, also was der liebe Gott angelegt hat, ist prinzipiell nicht verzichtbar, aber es gibt sicher auch Sportarten, wo der Muskel und diese Sehne gebraucht wird, also beispielsweise bei Balletttänzern,
insgesamt Tänzern, Eiskunstläufer, die diese Muskeln besonders brauchen. Da müsste man sich überlegen, dass man vielleicht eine andere Sehne nimmt. Mhm. Man kann theoretisch natürlich auch Fremdmaterial nehmen, also von Verstorbenen. Ist in Europa insgesamt ein bisschen schwierig mit Transplantaten von Verstorbenen, aber prinzipiell kann man das machen. Also gibt es da auch Möglichkeiten. Mhm. Aber erstmal würde man vom Patienten eigenes Gewebe nehmen. Und das setze ich dann eben durch diese Bohrungen alles eben mit Kamera im Gelenk ein und muss ja irgendwie fixiert werden. Jetzt sehen Sie schon, hier oben ist so ein kleiner Button, der wie so ein Kippdübel funktioniert. Also der wird erstmal durch den Knochen hochgezogen, wird oben geflippt, legt sich quer drüber und jetzt kann ich hier unten ziehen, kann festziehen, das Ding hält, das geht nicht mehr ab. Na, und hier unten wird dann sozusagen das Ganze mit einem Knopf, fast wie ein Hosenknopf, ein Hemdknopf, fixiert, darüber verknotet, beziehungsweise wir haben mittlerweile Systeme, die wie ein Flaschenzug funktionieren, also die spannt man an, ziehen sich zu und gehen nicht mehr auf. Und da kann man auch sehr gut die Spannung des Transplantates einstellen, sodass es dann wieder so wird wie auf der Gegenseite auch. Ne? Und diese Knöpfe können auch drin bleiben, die sind aus Titan, die sind also nicht magnetisch. MRT, Kernspintomographie, kann man weiterhin machen, wenn man hinterher noch was gucken will. Und man sieht die aber auf dem Röntgenbild. Habe ich auch nochmal ein Röntgenbild dabei. So sieht es dann aus. Na, da sieht man hier oben diesen kleinen und unten diesen Hosenknopf. Und so wäre dann auch bei uns immer nach der Operation das Röntgenbild, um zu gucken, ob die an der richtigen Stelle sind, beziehungsweise wenn man sich nochmal das Knie verletzt, man sehen kann, dass die vielleicht dann abwandern und man damit auch einen Hinweis hat, dass da vielleicht was passiert ist. Wie schnell muss man denn eigentlich so eine Verletzung operieren oder muss man sie überhaupt immer operieren? Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, sehr wichtig das Kreuzband für die Stabilität des Kniegelenkes. Wenn man es schafft, ein Kniegelenk stabil zu bekommen, dann muss man sich keine Sorgen machen. Egal, wie das jetzt nun passiert. Ob das durch Muskeltraining, dass man wirklich so gute Muskulatur hat und damit das Knie stabilisiert, geht in manchen Fällen, ist in Ordnung, da muss man es nicht operieren. Daraus kann man jetzt schon ersehen, dass man nicht unbedingt alles sofort operieren muss. Also wenn einer direkt von der Skipiste kommt, kann man machen, natürlich sofort operieren. Denke auch bei bestimmten Menschen, Leistungssportlern, oder die sehr angewiesen sind auf die Stabilität und auf eine gute Funktion des Kniegelenkes, würde man es vielleicht eher schneller machen. Aber ansonsten kann man auch erstmal 6 Wochen abwarten, die Heilvorgänge abwarten, kann sehen, gibt es Probleme, gibt es Schmerzen, gibt es Instabilität. Die Patienten sagen das dann selber. Also ich untersuche das zwar klinisch, ich kann Stabilitätstests machen, gibt es so spezielle Tests, um rauszukriegen, ob ein Knie stabil ist oder nicht. Aber der Patient sagt es mir. Er sagt, ich kann keine Treppe mehr runterlaufen. Ich habe beim Runterlaufen das Gefühl, mein Knie geht mir weg. Oder wenn man über einen unebenen oder schrägen Boden, schräge Ebene, Unsicherheit, das Gefühl, das Knie trägt einen nicht mehr. Man kann sich nicht mehr drauf verlassen. Okay. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ist doch wichtig, das zu operieren, damit man sich nicht Folgeschäden zuzieht. Und da gibt es auch so eine Grenze, die liegt so in etwa bei einem halben Jahr. Also innerhalb eines halben Jahres sollte man dann schon operiert haben, wenn das Knie instabil ist. Gut, und das heißt, in dieser Zeit kann man sich an uns wenden. Am besten geht man wie vor, wenn man mit so einem Schaden kommt? Also wenn es jetzt ein Notfall ist, es passiert am Wochenende auf dem Fußballplatz oder tatsächlich auch im Privaten, auch beim Tanzen, egal, irgendwo am Wochenende ist was passiert. Also dann wäre schon sinnvoll, dass man sich dann als Notfall in der Klinik vorstellt, damit eine weitere Diagnostik gemacht werden kann. Oft reicht eine klinische Diagnostik, da kann man schon feststellen, ob da eine Instabilität da ist. Aber im Weiteren würde man dann schon MRT machen, also Kernspintomographie, um Begleitschäden auszuschließen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Meniskus noch mit abgerissen ist und sich einklemmt, dann wäre das natürlich auch ein Grund, sofort zu operieren. Mhm. Also da muss schon jemand gucken, ob da vielleicht eine schnelle Operation gemacht werden muss. Aber wenn es dann das Kreuzband isoliert ist und keine sonstigen weiteren Schäden da sind, dann kann man auch mal sagen, gut, das lassen wir erstmal abklingen, lassen wir mal beruhigen. Mhm. Weil auch die Operation, auch wenn sich das natürlich jetzt so ein bisschen locker anhört, kleine Schnitte, ist trotzdem schon ein Eingriff, der auch Schmerzen verursacht. Und wenn man jetzt gerade das Knie sich verletzt hat und das ist schon dick und eingeblutet und dann macht man so eine Operation mit Knochenbohrung, Entnahme von der Sehne. Also da ist es schon auch für die Rehabilitation besser, wenn das Knie sich ein bisschen beruhigt hat. Das kann nach einer Woche sein, nach 2 Wochen oder wie ich schon vorher gesagt habe, man wartet erstmal 6 Wochen und guckt dann nochmal, untersucht nochmal. Das kann man dann auch in der Sprechstunde organisieren. Ich habe auch eine Sprechstunde, auch speziell auch für
Sportler, weil die Sportmedizin ist ja auch noch so mein Steckenpferd. Mhm. Und da kann man dann auch die Patienten begleiten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es muss eine individuelle Lösung für die einzelnen Menschen, Patienten gefunden werden. Und dafür muss man sie ein bisschen betreuen. Aber ich habe auch schon gesagt, letztlich sagt mir eigentlich der Patient, so geht's nicht. Und dann wird die Indikation zur Operation gestellt. Ja, Sie sehen, dass die richtigen Fachleute, die beurteilen können, was genau zu tun ist, die finden Sie hier bei uns in der Vitus Orthopädischen Klinik in Kassel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das erklärt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielleicht sind Sie auch wieder dabei. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.